Heute wollte ich euch die Controlled Articular Rotations, von denen im Buch Klettertraining die Rede ist, zeigen. Die Controlled Articular Rotations sind aus zwei Gründen sinnvoll. Erstmal ist das sicherlich kein Fehler, jedes Gelenk jeden Tag in seinem vollen Bewegungsausmaß zu bewegen. Der zweite, aber möglicherweise noch viel wichtigere Grund ist, dass unser Gehirn, unser Gelenk bei der Bewegung eine Information zu unserem Gehirn schickt. Und diese Information sagt unter anderem aus, wie gut es diesem Gelenk geht, ob es ein guter Schuss ist oder ob da eventuell Probleme bestehen. Und das Gehirn entscheidet basierend auf diese Information, ob es okay ist, volle Power in das betreffende Gelenk reinzuschicken und zu mobilisieren. Und um diese Verbindung zwischen Gelenk und Gehirn zu schulen, macht man diese Controlled Articular Rotations. Dann fangen wir mal ganz ruhig mit einer Kopfdrehung an. Das ist kein Beweglichkeitstraining. Es geht einfach nur mal darum, jedes Gelenk ein paar Mal in seinem vollen Bewegungsausmaß zu bewegen. Dann gehen wir zurück, machen wir ein Doppelkinn und strecken wie eine Schildkröte das raus. Und Kopf nach vorne, möglichst parallel so. Doppelkinn. Nach vorne. Doppelkinn. Vorne. Doppelkinn. Raus. Dann nicken wir in vollem Bewegungsausmaß. Dann schütteln wir den Kopf. Auch in vollem Bewegungsausmaß. Ich verfolge dann gerne meine Fingerspitzen mit den Augen und versuche in jeder Phase, also auch nach vorne, mich so weit wie möglich zu strecken, als würde ich an den Griff versuchen zu gehen. Es geht wirklich nur darum, die Verbindung von Gehirn und Gelenk zu schulen. Dreimal ist ungefähr optimal. Dann hier dieses Einwärts-Auswärts-Drehen. Da versuche ich halt in allen Gelenken rechte Winkel zu halten. Weiß nicht, wie gut mir das gelingt. Aber das ist eine Bewegung, die bei den meisten Kletterern, wenn ihr jetzt einen Moment in die Endposition reingeht, dann fühlt sich das in den seltensten Fällen wirklich so ganz astrein an. Man merkt immer schon so ein bisschen, ob man am Vortag irgendwie hart am Campusboard trainiert oder hart gehangelt hat. Das merkt man bei dieser Bewegung und kann dann entsprechend sein Training auch darauf abstimmen. Ist das jetzt, wenn das jetzt wirklich sehr unangenehm ist hier in der Endstellung, dann ist das vielleicht jetzt nicht der richtige Tag, um abends Campusboardtraining zu machen. Das gleiche ist bei dieser Bewegung, beim Ägypter. Beide Handflächen zeigen nach oben, dann drehe ich über die Füße so rein und bleibe einen Moment wieder in der Endstellung und dann drehe ich zurück und dann drehe ich zurück. So, dann nehmen wir uns einen Griff hier oben, einen großen Absatz und schieben den unter dem drücken den so durch, mänteln praktisch durch. Dann drehen wir den unten auf Untergriff und ziehen den so lang, wie es geht, hoch, drehen ihn oben wieder rum und drücken ihn runter. Und
hochziehen als Untergriff und runter. So, jetzt die Handgelenke. Wir bewegen die Handgelenke auch wieder in ihrem vollen Bewegungsausmaß im Handgelenk. Und das können wir mit so einer Karate-Hand machen. Die bleibt völlig gestreckt. Oder wir können das auch mit der Faust machen. Und das kennen wir ja auch vom Aufwärmen beim Klettern. Je fester wir versuchen, die Faust zu ballen, umso schneller laufen dann auch unsere Unterarme zu. Da kann man auch mit experimentieren, ob es sich anders anfühlt, wenn man die Arme streckt oder wenn man sie anwinkelt. So, jetzt wird es ganz interessant für Kletterer. Jetzt kommen die Finger dran, nach dem gleichen Muster. Jedes Fingergelenk, beginnend vom Daumengrundgelenk, wird in seinem vollen Bewegungsausmaß auch wieder gedreht. So, der Daumen, mit dem Daumen müssen wir manchmal den Pinzettengriff nehmen. Der Daumen ist also offensichtlich gehorcht er uns. Ne, das funktioniert gut. Ziel wäre jetzt hier zum Beispiel, dass die anderen Finger möglichst isoliert sind, also dass nur eine Daumenbewegung drin sind. Das ist sicherlich auch eine Sache von Übung, aber das Schöne ist, das kann man halt überall ausprobieren und über den ganzen Tag verteilt auch machen. So, dann kommen die Zeigefinger, auch wieder gleiche Prinzip, die anderen Finger nehmen die Bewegung eigentlich nicht auf, ne? Das gelingt mehr oder weniger gut. Und jetzt hier zum Beispiel in dem Fall merke ich, dass hier im Grundgelenk von dem Zeigefinger knackst irgendwas. Also es fühlt sich jetzt gerade irgendwie nicht so gut an. Nun bin ich gestern geklettert, vielleicht ist es irgendwas davon. Aber ich nehme das nur mal jetzt so zur Kenntnis. Könnte mir aber vorstellen, dass ich vielleicht, wenn ich das jetzt testen würde, an dem Finger im Moment nicht die Maximalkraft habe heute. Dann kommt der Mittelfinger, gleiche Prinzip. Bewegt sich auch wieder ganz ruhig in seinem Grundgelenk. Ringfinger. Und jetzt, und je weiter wir auf den kleinen Finger zugehen, umso schwieriger wird das, die anderen Finger zu isolieren. Ah, meine ganze linke Hand fühlt sich ein bisschen knacksiger an und nicht so geschmeidig wie die rechte Hand. Das nehme ich mal jetzt so zur Kenntnis für heute. So, mal kurz ausschütteln. Okidoki. So, dann machen wir, um jetzt mal weiter den Körper runterzugehen, dreimal jede Seite ein Around the World. Umfassen die Welt und gehen dreimal. Und die andere Seite. So. Als nächstes kommt die Hüfte dran. Dann fangen wir erstmal ganz vorsichtig an. Und jetzt bewegen wir das Hüftgelenk in seinem vollen Bewegungsausmaß. Wir leiten die Bewegung ein, indem wir uns vorstellen, praktisch einen Tritt auf Außenkante zu nehmen und rollen dann das Bein so weit wie möglich in seinem Gelenk, dann ist man jetzt hier in dieser Hürdenstellung, so weit wie möglich einmal rum, setzen das kurz ab und machen dann die gleiche Bewegung rückgängig. So, und Ziel wäre jetzt eigentlich, den Oberkörper so ruhig wie möglich zu lassen,
Das gelingt mir jetzt nicht so richtig optimal, weil ich auch plappere dabei. Ne, also wer das gut kann, kann dann auch die Hände vielleicht hinten zusammenfassen und nicht so eine Schiff in Seenot Oberkörper zu haben. Aber es gibt bei diesen Übungen jetzt auch keinen Preis zu gewinnen. Es ist wichtiger, dass ihr die überhaupt macht, als dass ihr die gut macht. Beziehungsweise es gibt da auch kein Kriterium, gut oder schlecht. So, stellen wir ab. Jetzt setzen wir uns hin und machen so eine Innenrotation im Hüftgelenk. Das fühlt sich jetzt auch so ein bisschen steif an bei mir gerade. Dann bewegt ihr den Unterschenkel, haltet euch das Knie fest und bewegt den Unterschenkel im Kniegelenk. Dann bewegt ihr das Fußgelenk. So, und alle diese Bewegungen könnt ihr natürlich auch nach Belieben modifizieren und verschärfen. Also zum Beispiel diese Innenrotation, da könnt ihr versuchen, über die Innenrotation dann auch so aufzustehen. Also nach innen klappen, was? Ist das im Weg? Innenrotation und aufrichten. Und das Gleiche gilt auch für die Fußgelenke. Wenn ihr die Fußgelenke aufwärmen wollt, dann könnt ihr auch so auf dem Fersensitz sitzen, dann die anstellen, dann so in die Hocke kommen, dann auf die Zehenspitzen, wieder runter, ablegen, Fersensitz und so einen Zyklus machen und das darüber dann aufwärmen. So, zu guter Letzt jetzt die Wirbelsäule, also natürlich könnte man auch damit anfangen, die Katze und die Kuh, das löst ihr von Becken aus, macht euch ganz, ganz, ganz rund, unterstützt das auch mit eurer Atmung und in Pferderücken. So, und wenn ihr schon mal in dieser Position seid, führt eure Finger mal auseinander, also greift das mal ganz so, wie ihr das hier gerade bei mir seht, so ganz gespreizte Finger. Und jetzt versucht ihr praktisch gegen einen unsichtbaren Widerstand eure Schulter, also eure Hände nach innen zu drehen, also praktisch so und nach außen zu drehen. Ihr haltet die jetzt aber fixiert. Also nach innen, nach außen. Nach innen, nach außen. So, das waren ein paar Anregungen zu diesen Controlled Articular Rotations. Wie gesagt, die kann man auch endlos weit variieren und modifizieren. Ist auf jeden Fall eine gute Idee, die jeden Morgen und über den Tag verteilt zu machen. Morgens zum Beispiel direkt nach dem Aufstehen, während man auf den Kaffee wartet, ist eigentlich eine ganz gute Zeit, um sich mal ganz ruhig einen Eindruck über den Zustand seines Körpers zu verschaffen. Und wenn ihr die mal ausprobieren wollt, seid mal ehrlich zu euch, geht die ganzen Gelenke durch und überlegt dann, habt ihr da 100% freie Bahn, also fühlt sich alles super, super, super gut geölt an und würdet euch jetzt zutrauen, in jedes dieser Gelenke volle Kraft rein zu jagen. Oder müsst ihr sagen, eigentlich hat es sich nur zu 70% super angefühlt und 30% waren so ein bisschen, wie ich das gerade hier bei meinen Fingergrundgelenken beschrieben habe, so ein ganz klein bisschen, na, weiß ich noch nicht. Fühlt sich nicht ganz optimal an. Dann könnt ihr auch für euch auch so eine interne Bewertung mal abgeben und die eventuell auch schriftlich fixieren, dass ihr euch das notiert, okay, heute nur irgendwie 50%, okay. So, danke fürs Schauen und bis
bald mehr zum Thema Klettertraining. Wenn du mehr Fragen zu den Controlled Articular Rotations und den Zusammenhängen hast, verlinke ich hier unten in den Show Notes zum Dr. Andrew Spina, der sich das Ganze ausgedacht hat oder den Begriff geprägt hat, und zu anderen hilfreichen, weiterleitenden Links, zum YouTube-Kanal und zu Instagram-Videos, die der Dr. Andrew Spina und andere zu dem Thema posten.